Singapore Zoo, wenn wir uns das jetzt angucken. Und es ist sehr voll, weil es ist Samstag, wie zu erwarten. Wir hätten auch einen anderen Tag gehen können, aber es ist eben heute der Tag. Wir sind jetzt im Zoo drin. Sieht schon mal alles sehr vielversprechend aus. Wir freuen uns auf einen schönen Tag und auf ganz viele Tiere. So sieht es so aus. Monkey in your brain. Warte mal eben. Oh Scheiße, was ist das? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt immer auf Best Shot natürliches Grün gestellt. Die weißen Tiger haben gebumst gerade. Von überall, das kann jeder sehen. Ich bin on. Wir sind ja gar nicht alleine hier heute im Zug. Wir haben ja auch noch einen kleinen Begleiter. Chantal. Die ist auch in Singapur angekommen. Killer-Eis, danach ist er richtig schlecht. Was ist denn das? 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 Mit seinem Baby auf dem Rücken. So, Tubby Toast und ich gehen jetzt ins Schlangenhaus und gucken uns mal die King Cobra an, wie die gefiedelt wird. Das ist Giraffe. Vielleicht können wir ihre Zunge fällen. Wir sind hier bei den Schmetterlingen und den Vögeln und den ganz kleinen Tieren und die lutschen uns quasi den Schweiß von der Haut, aber es ist wirklich super cool, also ein spannendes Erlebnis. Ja, da muss ja jeder andere auch den Kopf. Wir sind durch mit dem Zoo.
durch. Ja. Und jetzt haben wir Hunger und wir wollen noch weiter. Und jetzt werden wir erstmal Richtung Stadt fahren, Richtung Chinatown und uns dann nochmal ein nettes Restaurant angucken. Ich denke auch. So, zurück in Singapore City. Wir sind jetzt richtig tief drin, würde ich sagen. Es ist alles super schön beleuchtet, sieht alles super, super geil aus. Wir können super geile Bilder machen. Aber eigentlich sind wir auf der Suche nach was zu essen. Und deswegen werden wir jetzt gleich nochmal an der schönen Straße, wo uns die ganzen Chinesen anquatschen, mal rumgehen und was zu essen suchen. Also, lecker, lecker. Sehr feine Karte. Ich hatte gerade das Beste erstmal ins Leben. Sie können mal gucken. Hier ist noch die kleine Krabbe. Auch eine sogenannte Black Pepper Crab. Sie hat mir einfach, na, mal sagen, vom Hocker gerissen hier. Sehr, sehr jede. Hier war sogar Hase. Also, ich hatte ein leckeres Green Curry und... Ich hatte Thai Chicken Honey mit Reis, war auch richtig, richtig lecker. Es war beides lecker und meins war sehr scharf. Ja, oh, meins war sehr süß, deswegen mochte ich gerade ein bisschen Abwechslung noch mit sowas hinzunehmen. Ich hatte eine leckere Krabbe, habe ich doch schon gesagt. Anstatt für 16, für 60 Dollar. Yeah. Bling, bling. Misunderstand. Nein, China-Englisch. Singlish. Wir stehen hier gerade unter der Brücke, wo die Formel 1 Wagen drüber fahren und es ist scheiße laut. Es ist super laut. Vielleicht hört man es gleich nochmal. Es kommt natürlich gerade keiner. Ich mache gerade Pause. Wir waren jetzt gerade an der Marina. Da war voll der Rave. Ja, jetzt haben wir allerdings beschlossen, wieder zurück ins Hostel zu fahren, da wir es noch etwas weiter haben und nicht ewig warten wollen. Richtig. Und vielleicht nehmen wir doch ein Taxi, weil es sind doch bestimmt 6 Kilometer. Also, mal schauen. Auf geht's.